Dieser Tauchgang geht in die Geschichte ein. Arno Gérald taucht ab und kommt erst nach 122 Metern zurück in Richtung Wasseroberfläche. Für Hin- und Rückweg braucht er fast 4 Minuten. Das Unglaubliche, der 27-Jährige ist Freitaucher, also ohne Druckluftflasche unterwegs. Der Franzose bricht damit seinen eigenen Weltrekord. 2022 schaffte er 120 Meter im gleichen Wettbewerb. Beim Vertical Blue treten jährlich 44 Freitaucher in Long Island auf den Bahamas an.